Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Portal Knights. Wir sind das letzte Mal hier tief in den Dungeon runtergegangen. Und ich trinke noch einen Mana-Trank und dann erforschen wir weiter. Roms. Tja, Donnergucker, ich kann auch ein bisschen was mit Donner. Guck dir das an. Ha! Guck dir das an! Ja, viel mehr kann er ja auch nicht. Fliegen und gucken, ne? Roms. Ich glaube, er hat mich aber leider noch ein bisschen getroffen. Vorher. Da ist wieder der ultra gefährliche Nahkämpfer. Ach so, ich habe keinen. So. Nur auf dem. So einen könnte man mal mitnehmen, oder? Die sehen ja eigentlich ganz cool aus. So. Schriftrolle der Heilung, Verbrauchsgut, ja. Sowas habe ich noch nie benutzt. Das sieht nach einer größeren Schatzkammer aus. So. Diese Fliegeviecher sind tatsächlich um einiges gefährlicher für mich als der Skelettmann. Die machen nämlich wenigstens Schaden. Ey, ich habe das abgebaut. Kriege ich jetzt den Trank oder was? Nö, okay. War keiner drin. War Beschiss. Nee, ich wollte... ich wollte keinen Heiltrank. Ich wollte... Dings. Oh, der Schleifstein zeigt im Moment nicht korrekt an, ne? Der zeigt an, dass man ihn benutzen kann, obwohl er noch Cooldown hat. Das war doof. Drei schwache Heiltränke. Die wurden schon dazu sortiert, okay. Und Kupferplattenblöcke. Hübsch. Was haben wir denn noch? Ich glaube, das war's schon hier, ne? Ja, Rückweg. Mal eben die Sense wieder schleifen. Dass sie wieder scharf ist wie der Tod selbst. So, hier habe ich glaube ich alles, ne? Aber ich denke, hier habe ich alles. Ist aber auch eine ziemlich verzweigte Festung hier. Hier war ich noch nicht. So. Knochen habe ich schon eine ganz gute Menge mittlerweile. Hier scheinbar so eine Anti-Hogwarts. Ja, es gibt nicht vier Türme nach oben, sondern vier Katakomben nach unten. Oh! Oh, wenn der trifft, macht der ziemlich Schaden, der Kollege. Jetzt kann ich ja hier vielleicht mal so eine Schriftrolle versuchen.
okay. Wahrscheinlich heilt die richtig gut, nur bei mir ist das so, dass sowieso noch alles richtig gut heilt, deswegen merke ich den Unterschied wahrscheinlich nicht so richtig. Weil mein Charakter ja noch nicht so weit fortgeschritten ist. Jo. Und da noch. Die Musik finde ich übrigens sehr schön in dem... Das ist doch mal... So ist besser. Das ist doch mal ein cooler Raum. Scheiße. Wo ist er? Ach so, ich habe ihn schon platt gemacht. Ich sollte die Dinger nicht alle abbauen, fällt mir gerade auf, weil es hier keine sonstige Beleuchtung gibt. Ja, komm runter. Scheinbar können die nur angreifen, wenn sie auf derselben Höhe laufen, also fliegen, wie ich laufe. Während ich mit meinem Zauber auch nach oben und unten angreifen kann. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. So, jetzt ist der gefallene Krieger ein zweites Mal gefallen. Langsam habe ich die Taktik. So, dieses Portal werden wir doch jetzt mal mit Krams füllen. Ich kann schon meinen ersten gelben Portalstein machen. Aber den Löwenanteil machen immer noch die blauen Portalsteine, also werde ich mal hier die blauen setzen. Jo! Okay. Diese Steine muss ich noch alle hier rausholen. Weil das alles mächtige Mana-Tränke sind. Und mächtige Mana-Tränke sind quasi meine Lebensversicherung in dem Spiel. Als Zauberer. Hallo, plupp. Ich will den Trank haben. Da liegt er. Ist ziemlich weit weggeflogen, der Gute. Ja, die lasse ich mal drin. Die sind so... Ah, die beleuchten das Ganze so schön. Ich gehe jetzt nochmal nach oben und gucke, ob ich noch ein paar von diesen grünen Dingern finde. Denn davon habe ich jetzt wie viel? 6 Stück, das ist nicht der Wahnsinn. Und ich werde mir dieses Tor hier auch markieren. Und zwar, indem ich in dem Hauptraum hier alle anderen Türen wieder zumache. So, das ist der Durchgang zum Portal. Und ab nach draußen. Hier wird es bestimmt noch irgendwo
die grünenden Quarze geben. Heißt nicht so? Roher grünender Smaragd, genau. Hier gibt es jede Menge Kupfer, aber Kupfer habe ich ja eigentlich. Ich brauche ja Smaragde. Da. Oh, ich habe Angst. Da unten in der Spalte sind noch Smaragde. Au. Flucht. Ich will mich ja gar nicht mit euch anlegen, Freunde. Ich will aber die Smaragde haben. Und zwar möglichst viele davon. Nee, diese Wiese ist völlig überfüllt mit Gegnern, da gehe ich nicht hin. Ja, soll dann auch gut sein. Soll mir reichen. Nee, reicht mir nicht, weil ich die hier nehme ich noch mit. Oh, das war die beste Stelle, die ich noch hätte finden können, glaube ich. Guckt euch das an. Der Wahnsinn. Das habe ich hier, glaube ich, alles rausgeholt. Ja, gut. Okay, das soll's gewesen sein. Rückweg. Dann trete ich jetzt mal ein durch das Portal. Es gibt ja keinen Fallschaden. So. Ah, oh, meine Nase läuft immer noch. Blöde Allergie. Wie viel habe ich jetzt? 36. Boah. Damit kann man erstmal eine Menge craften. Das ist gut. Was haben wir da? Kohle. Ja, ne, Erdblöcke kann ich erstmal vermüllen. Wisst ihr was? Erstmal Rückweg. Damit ich mein Material abladen und ein bisschen neue Ausrüstung craften kann. Schade, dass man nicht in der Luft so einen Kuzzlekopf machen kann. Das wäre voll cool. So. Also erstmal Knochen. Ach so, erstmal hier Karottensetzling, Kürbissetzling, ne? So, hier pflanze ich Karotten und hier pflanze ich Kürbisse. Jo.
Das sind alles Zutaten. Also das kann ich mal eben verwenden. Schon mal aufgeräumt. Kupferplattenblock, das ist Blöcke. Den Brunnen und diesen kleinen Krieger, den kann ich ja schon mal unterbringen. Das sieht doch cool aus. Vielleicht mache ich mir den Brunnen hier hinten irgendwo dran. Ach, hier so ist doch ganz hübsch. Okay. Karotte ist ein Verbrauchsgut. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man damit auch irgendwas craften. Genau, einfache Heiltränke nämlich. Da braucht man aber eine Menge mehr Karotten für. Also erstmal ab in die Verbrauchsgutkiste. Genau wie den Kürbis. Der Kram kommt hier in die Schmiedereikiste. So, genau. Verbrauchsgutkiste. So, und mit dem Rest begebe ich mich jetzt ins Crafting. Ich brauche eine neue Rüstung. Und dafür brauche ich Leinenstoff. Und grünen Smaragdstaub. Und zwar 2, 3, 4, 5, 6. Sechs grünender Schmaragdstaub. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Braucht man für Waffen auch noch was? 2 veredelte grünende Smaragde. Boah, sind die teuer. Ha, passt aber genau. Ist ja ein Witz. So, dann sind meine grünen Smaragde auch alle. Fast. So, jetzt brauche ich noch Leinenstoff. Und Leinenstoff macht man an der Werkbank. Und zwar wahrscheinlich aus Wolle. Ja. Werkbank 2 müsste das sein, Leinenstoff. Aus Palmblättern. Erzähl doch keinen. Ja, geilo, wo soll ich denn jetzt Palmblätter herkriegen? Ja, da bringt mir das natürlich erstmal nichts, ne? Aber die Waffe kann ich machen. Ich kann mir einen Kupferbarren machen, ein bisschen Holz, eine Schuppe. Kupferbarren. So. Ja, schön wieder aufräumen, nachdem man was gemacht hat, ne? Das ist wie im wahren Leben. So. Kupferstab der Natur. So. So machen wir das. Die Sense ist ja eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen mit Toben zusammen. Aber im Moment nicht vonnöten.
So, gibt es noch neue Zauber, die ich machen kann. Blitzschlag 2. Ich habe den Blitzschlag, ne? Ja. Dann mache ich mir doch daraus den Blitzschlag 2. So. Wow, nice. Gut. Schwupp, weg. Und... Schwupp, schwupp, weg. Ja, das war's auch schon wieder mit einer Folge Portal Knights. Wie gut sich dieser neue Zauberstab in der Realität bewährt, das werden wir nächste Folge sehen. Ich kann aber auf jeden Fall schon mal teasern, was er macht. Oh. Tja, nächste Folge werdet ihr ihn in Aktion sehen. Dann mal bis dahin. Tschüss.